Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie ein Wort zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie wir uns helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich. Und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden sich Stuntman wohl noch das ein oder andere machen. Willkommen an Bord, Doc. Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Part 7 zu StarCraft 2 Wings of Liberty. Ich muss jetzt gerade nur noch mal eine kleine Einstellung machen. Und zwar, die Musik ist mir dann noch mal ein bisschen zu laut. Ich hoffe, dass das auch die Musik in den Zwischensequenzen betrifft. Ich bin noch nicht immer so ganz schlüssig, was jetzt hier so alles zu was führt. Und wir haben wieder einiges zu erkunden. Hier erstmal in der Kneipe, in der Kantine, der Hyperion oder so. Ja. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Jawohl, also jetzt wird langsam der Mengsk etwas nervös, was die Zergbedrohung anbetrifft und holt sich in General. Na gut. Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich hab die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Oh ja, wir haben ja die, genau. Wir haben ja letztes Mal befreit, da diese Siedlung. Und da ist auch diese Doktorin jetzt bei uns dabei. Deswegen ist das Labor jetzt gerade am Blinken. Weil hier geht's jetzt erstmal rund. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman? Ja gut, also das ist unser Labor hier und wir können hier in der Mitte unser Artefakt betrachten. Wir haben eine Forschungskonsole und wir haben den Zerg-Tank. Da wollen wir mal schauen, was für Erkenntnisse wir im Zerg haben. Die Stedmans Logbuch, die geborgene Zergprobe wächst noch immer. Ich habe eine Proteinlösung hinzugefügt, war eventuell ein Fehler. Auf zellularer Ebene weist die Probe Stämme aller uns bekannter Zerg-Kreaturen auf, aber auch viele andere Stämme, die mir unbekannt sind. Es wird eine Weile dauern, alle zu untersuchen.
aber ich habe bereits damit begonnen, Daten von einer Ultraliskenzelle zu extrahieren. Dabei habe ich eine Sporengrabblerzelle gefunden, die Aufschluss über ihre instinktiven Bedrohungserkennungsroutinen gibt. Ja gut, hier bekommen wir jetzt halt immer noch mal nach und nach ausführliche Informationen zu den Zerg und zu den Protoss. Und mal sehen, was es beim Artefakt zu sehen gibt. Commander, ich habe über diese Artefakte nachgedacht. Keine Sorge, ich habe sie noch keiner eingehenden Diagnose unterzogen oder so. Zumindest nicht direkt. Na, spuck es schon aus. Nun, Sir, als das zweite Stück hinzugefügt wurde, ist der Energieverbrauch des umgebenden Eindämmungsfeldes drastisch in die Höhe geschossen. Wenn wir noch mehr Teile hinzufügen, müssen wir entsprechend mehr Energie vom Fusionskern des Schiffes abzweigen. Dann ist das also teuer und gefährlich, die Dinger an Bord zu haben. Je schneller wir sie wieder loswerden, umso besser. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so gut, wenn wir die mit Energie versorgen, ne? Und jetzt mal sehen, Forschungskonsole. Ja, okay. Ja, und so, jetzt haben wir ja in der letzten Mission haben wir auch nochmal Zerg-Artefakte eingesammelt. Und ab 5 bekommen wir dann den jeweiligen Forschungsbaum eine Verbesserung. Und bei den Zerg wäre das dann entweder Bunker erhalten 150 Trefferpunkte mehr oder Bunker sind automatische Geschütze drauf. Das finde ich dann doch besser. Schauen wir uns das mal an. Ja, so könnte ich auch noch verteidigen, wenn ich keine Waffen mehr habe. Nee, ich nehme die Points. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, die Geschütze. Dadurch, dass ich eine ausgewählt habe, verfällt jetzt auf jeden Fall die andere Forschung, was jetzt nicht so schlimm ist. Und das macht das Spiel auch dann immer unterschiedlicher. So, jetzt haben wir hier auch als neue Einheit den Feuerfresser, aber wir haben ja auf jeden Fall hier den Marodeur. 5-4 gepanzerter Infanterieanzug, Marodeur. Obwohl der Marodeur-Anzug lediglich eine modifizierte Version des Feuerfresser-Anzugs CMC 660 ist, unterscheiden sich die Soldaten darin doch erheblich. 47% der Marodeure waren noch nicht einmal im Gefängnis und lediglich 23% sind zum Tode verurteilt. Der Granatenselbstlader des Marodeurs ist mit Komponenten versehen, die es ermöglichen, hunderte von Standard-Punisher-Granaten schnell herzustellen und zu laden. Ja, immer noch mal ganz coole Informationen und vor allem ist es ganz interessant, dass in dieser Diktatur die viele Einheiten Verbrecher sind, die einfach zum Zwecke der Diktatur benutzt werden. Der Feuerfresser CMC 660 schwerer Kampfanzug. Der Feuerfresseranzug enthält ein flüchtiges Gemisch aus Gasen, die auch in den Innenraum des Anzugs dringen. Dies mag ein Grund dafür sein, dass sich das Personal für Feuerfresser fast ausschließlich aus resozialisierten Kriminellen und psychotischen Pyromanen zusammensetzt. Inferno-Flammenwerfer benetzen den Gegner mit hochbrennbarem Plasma. Dieses Plasma dringt mit Leichtigkeit durch die Lücken in Zerg-Panzern. Kleinere Zerg-Kreaturen werden sprichwörtlich in ihrer eigenen Haut geschmort. Feuer wäscht die Haut von, und da gibt es nochmal so ein schönes Zitat dazu. Feuer wäscht die Haut vom Knochen und die Sünde von der Seele. Es befreit von Schmutz und meine Mutti hat ganz bestimmt keinen Dreckspatz großgezogen. Franco Tilden, weit berühmt als erster kämpfender Feuerfresser und reformierter Massenmörder. Jawohl, und jetzt wissen wir auch schon, wieso die Feuerfresser so sind, wie sie sind. Und wir können nochmal unsere 100.000 Credits benutzen, um Upgrades zu machen. Also der Bunker hat auf jeden Fall... Ach, hier. Bunkerplätze erhöhen. Ich habe jetzt einen Bunker, der mehr aushält, der höhere Reichweite gibt und der die... und der noch mehr Bunkerplätze hat. Das bedeutet, also ich muss das auch ein bisschen mehr mit den Bunkern arbeiten, damit die sich ausgezahlt haben. So, und hier ist auch unsere neue Wissenschaftlerin. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Commander. Die Liga hat Sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in Ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird es mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen.
Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc. Jawohl. Und unser Captain? Mann, das war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Eine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen. Sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Na gut. Und jetzt geht's ab ins Gefecht. Mal schauen, was wir machen müssen. Also, wir haben jetzt wieder die Auswahl zwischen Meinhof und Redstone. Ich nehme Redstone, was auch immer. Ich habe gehört, der mächtige Jim Reno sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Jawohl, das werden wir auch machen. Die Mission heißt Tanz auf dem Vulkan. Es gibt 110.000 Credits, 3 Zergforschungen und der Rächer wird als Einheit eingeführt. Ja, wir haben auch den Tosch gesehen. Der wird uns Redstone noch etwas begleiten, das doch. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Tosch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Und ich werde mich sehr erkenntlich zeigen. Wo ist der Hang? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralienvorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Sir, ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Lava und Zerg. 2 Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Bringen wir es hinter uns. Na gut. Das ist auch ein ganz cooles Level, das ist ja auch immer was, was ich ganz gerne mal anspreche. Das Level-Design bei StarCraft 2 ist einfach gigantisch. Also in jedem Level ist irgendwie eine neue Technik drin oder irgendwas. Es gibt ganz selten mal, oder auch Story immer viel. Und es gibt, wo es heißt, aufbauen und Gegner zerstören. Aber die gibt es natürlich auch. Also das ist ja ein elementarer Teil von Echtzeitstrategie, dass man das auch einfach mal machen will. Ne? Eine Basis von Null auf aufbauen und dann so lange sich verstärken, bis man den Gegner überlegen ist. So, ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal eine Menge von diesen WBFs. Und ich brauche auf jeden Fall Mineralien. WBF einsatzbereit. So, jetzt. Ja. Ich glaube, muss ich jetzt mal hier den Ausstoß an Truppen erhöhen. Schlechte Neuigkeiten? Ja, das ist jetzt ein Alarmsignal. Jetzt müssen wir erstmal alle zurück. Warnung. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefe Gelegenheit. Ja, da hätte ich jetzt noch ein bisschen meine Einheiten da liegen lassen können. Bringt diese WBFs sofort nach oben. WBF einsatzbereit. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal eine Raffinerie bauen. Durchgeladen und entsichert. So. Wir fangen dann schon mal an mit dem Gas. Den Rest fahren wir wieder hier hin. So, und weiter geht's. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Gut. Auf der Anzeige ist die geschätzte Dauer bis zur nächsten Lavawelle zu sehen. Wenn eine bevorsteht, sollten alle Einheiten und Gebäude auf eine Anhöhe verlegt werden. Jawohl, noch 4 Minuten. Meine Kaserne ist fertig. So.
Ja gut, auf jeden Fall brauche ich jetzt mal einen Bunker hier unten. Was schön an Bunkern ist, die kann man ja auch wieder auseinandernehmen. Also die fressen jetzt nicht für immer meine Ressourcen weg. So. Ich habe da ein paar Freunde, die euch aushelfen können. Rächer. Rächer, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Die sind echt hart drauf. Wir tun's, komm. Jawohl, jetzt haben wir hier die Rächer bekommen. Die haben die Möglichkeit, Klippen zu jumpen. Und sind halt wesentlich schneller, was auch immer ein Vorteil ist. So, dann gehen wir doch einfach mal mit den Rächern auf Erkundungstour und gucken mal. Also hier unten auf jeden Fall nochmal Mineralien. Goldene. Die haben wir auch hier drüben. Goldene Mineralien haben den Vorteil, dass sie mehr wert sind. Ein paar meiner Jungs sind in der Gegend hier verschollen. Ich würde echt gern wissen, ob sie noch leben. So. Ja, und hier sind halt auch überall Mineralien versteckt und so weiter. Die mir natürlich im Spiel helfen. So, na gut. Ich gucke jetzt erstmal hier mit den Rächern. Jetzt natürlich blind hier die Klippe hochrutschen, ist natürlich immer riskant. Ja. So, ja gut, also bei Zerklinge und kleine Einheiten sind natürlich gegen Rächer das Beste, was man kriegen kann. Scanner zeigen eine riesige Biosignatur in der Nähe ihrer Position an. Ein Brutalisk, glaube ich. Wenn sie den erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Oh, ein Brutalisk. Noch nie gehört. Wird erledigt. Bin ich mal gespannt, was das ist. Weil Brutalisten sind nicht bekannt. Und aus diesem Grund. Naja, sollte das wohl eine Überraschung für mich sein. So, ich brauche auf jeden Fall nochmal eine zweite Kommandozentrale. Diese Kommandozentrale hat den Sinn, hier diese Punkte anzufliegen, dort zu landen und dort Mineralien abzubauen. Und die hier halt immer zur Sicherheit noch da zu haben. So, jetzt auf jeden Fall hier nochmal Space Marines und ich könnte hier jetzt nochmal Marodeure sind mir im Moment nicht so wichtig. So, nur noch 30 Sekunden. Wie lange können die aber auch noch bauen? Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Jawohl. Nur als Erinnerung, Sir. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Sie sollten auf Ihre Ressourcen achten. Warnung. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Bereit machen, Jungs! Ganz klar. Jawohl, und jetzt sind wir auf jeden Fall. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Ups, jetzt habe ich hier alle ausgewählt. So. Auf jeden Fall können wir jetzt mit diesem zarten Teil hier rüber schweben. Das Schöne ist halt, die Kommandozentralen sind flexibel und ich kann dann da drüben schon abbauen. So. Ja, der Tipp natürlich, dass mehr Einheiten natürlich auch dazu führen, dass ich länger brauche für ein Level, ist natürlich sehr gut. Aber, puh. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja meine Armee aufbauen. So, ja. Hydralisken können wir besser mit Space Marines bekämpfen. Mineralienfeld erschöpft. So, jetzt baue ich auf jeden Fall erstmal ein paar Arbeiter. Hätte ich vielleicht gar nicht. Naja, doch, ich baue sie nochmal. Kannst kaum noch erwarten. So. Unterwegs. Mein Einsatz mit den Rächern. Wollen wir mal schauen.
Hier oben unten soll ja dieser sagenumwobene Brutalist sein. Eine Hand wäscht die andere. Schnell weg. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. Was liegt an? Ja, ich denke mal, ich will mich jetzt erstmal hier verstärken und dann nach der nächsten. Genau. Ja, hier haben wir auch eins. Ich will mich hier verstärken und dann beim nächsten Mal dann angreifen, den Brutalisk. Bereit machen, Jungs! Los, los, los! So, Space Marines laufen, Upgrades laufen, ist immer ganz wichtig. Jetzt haben wir hier die Verbesserten noch. Verbesserten Space Marines. Jetzt habe ich hier Arbeiter dazwischen. Das wollen wir natürlich nicht. Durchgeladen und entsichert. So, ja gut. Du reparierst jetzt mal hier. Ist das Teil? Na gut. Ja, in den ersten Missionen ist es halt noch nicht so weit her mit großen Truppenmassen. Und das ist aber auch nicht so problematisch. So. Versorgungsdepots. Ist immer doof. Also das ist jetzt ein Was hab ich einen? Ach, wie nennt man das denn? Mein Gott! Es ist ein Supply, also ein Engpass. Ich weiß aber leider nicht mal, wie das heißt. Es gab da so ein Fach. Supply blocked. Ich bin Supply blocked. Mein Gott. Wo war ich angegriffen? Hier oben. Okay. Ja, der Feuerfresser da drin, der macht auf jeden Fall schon mal ganz gut was weg. Mal gucken, ob ich noch irgendwelche Gebäude bauen kann. Söldner-Depot oder wie man das nennt. So. Ah ja. Wir können abhauen. Ja, das Schöne ist, ich nutze jetzt einfach die Zeit. Es wird zur Vorsicht geraten. Ich nutze jetzt die Zeit, dass die Kommandozentrale aber hier rüber braucht. Und fliegt da rüber. Lava-Ausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Ja. Und die Lava interessiert mich dann in der Zeit auch nicht so. Kann's kaum noch erwarten. So. Ach ja. So, und weiter geht's. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Sie können mit dem Abbau fortfahren. So, jetzt machen wir das, was wir auf jeden Fall die ganze Zeit schon machen wollten. Und wir greifen den Brutalisk an, aber das sehen wir dann erst im nächsten Part. Macht's gut, tschüss.